Es gibt Gegenden in Deutschland, die können machen, was sie wollen. Sie werden ihr schlechtes Image nicht los. Duisburg-Marxloh zum Beispiel, im Herzen des einstigen Kohlenpotts, steht für Probleme bei der Integration, für Kriminalität und für Armut. Doch beim näheren Hinsehen stellt man oft fest, dass vieles besser ist, als es aus der Ferne scheint. Unser Reporter Jan Koch war mittendrin in Duisburg-Marxloh und hat dort Menschen getroffen, die sich um diejenigen kümmern, die es nicht so leicht haben. Damit es aufwärts geht im Viertel, mit den Großen und mit den Kleinen. Also ich bin hier, weil ich bessere Noten haben will und die kriege ich auch schon. Also zu Hause ist es ein bisschen schwierig, aber hier können die mir helfen. Warum ist es zu Hause schwierig? Naja, wegen meiner Eltern kenne ich so viel Deutsch und die haben nicht so viel Zeit. Zeit, die sich Ronja nimmt. Von meiner Familie aus habe ich immer viel Nähe bekommen und Liebe und ich möchte es den Kindern hier einfach auch geben. Ihre bisherigen Leben könnten unterschiedlicher nicht sein. Vor 5 Jahren war Asri mit ihrer Familie noch in Syrien. Ronja auf einem Gymnasium einer baden-württembergischen Kleinstadt. Sehr schön. Danke. Heute sitzen beide in Duisburg-Marxloh, in der Tauschbar, wo Stadtteilkinder nicht nur Nachhilfe in Deutsch, Englisch und Mathe bekommen, sondern auch ein zweites Zuhause. Asrin kommt seit 4 Jahren hierher, Ronja seit 2 Wochen. Sie ist neu in Marxloh, eine von 6 Bildungspatinnen. Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Kinder Spaß haben hier. Das ist so ein bisschen mein Hauptziel und dass ich denen einfach auch was mit auf den Weg geben kann, also auch Werte. Und ich möchte einfach auch sehen, dass sie einen Fortschritt gemacht haben und auch an sich glauben halt am Ende des Jahres. Tausche Wohnen gegen Bildung. 1 Jahr kostenfrei in Marxloh leben und dafür Kinder mit Migrationshintergrund helfen. Standortleiterin Anna Hipke erklärt mir das Integrationsprojekt für Marxloh. Wir sind ja hier in Stadtteilen, die viele Probleme haben. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen oder so. Die Probleme sind da. Und das traut sich halt einfach nicht jeder zu, der jetzt gerade irgendwie das Abi fertig hat, aus einer wohlbehüteten Familie kommt, hier zu wohnen. Und das gehört halt einfach dazu zum Projekt und deswegen muss man dafür offen sein. Marxloh, zwischen Hochofen und Kokerei. 20.000 Einwohner, gut 2 Drittel davon mit Migrationshintergrund. Viele mit Wurzeln in der Türkei. Ein Viertel kommt aus Bulgarien oder Rumänien. Menschen, die hier auf ein besseres Leben hoffen, nicht selten aber in Armut landen. Das Zusammenleben problematisch? Ja, erzählt mir Pater Oliver, aber der Ruf sei schlechter als die Realität. Ja, im Prinzip ist das so ein bisschen typisch Ruhrgebiet, ne? Also haben ja alle hier Migrationshintergrund, die hier im Ruhrgebiet wohnen. Und wir raufen uns zusammen. Das gelingt mal besser, mal schlechter, mal dauert es länger, mal nicht. Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Und das lassen wir uns auch nicht von rechten Schreihälsen kaputt machen. Sein Petershof will denen helfen, die Hilfe wollen. Auch ihm. Er kam mit seiner Familie aus Rumänien, hat vor Hunger Lebensmittel geklaut, wie Pater Oliver erzählt, landete wegen Sozialstunden auf dem Petershof und arbeitet nun hier. Und wir wollen uns irgendwas aus uns machen, so arbeiten, normal arbeiten, kein Scheiß bauen, irgendwas, das ist nicht gut, haben wir auch gesehen, was gut ist und nicht gut ist, ja, haben wir viel gelernt. Fakt ist, die Verbrechensrate sinkt, die Clankriminalität steigt und nirgendwo in Deutschland ist man von Armut so gefährdet wie in Duisburg. Diese Menschen, die haben diese Not. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Ernst der Lage versteht. Ich meine, wäre Pater Oliver nicht hier, wären einige Leute wirklich obdachlos. Mhm. Hier ist, weiß ich nicht, hier ist ein Container, da schlafen 20 bis 30 Menschen. Mhm. Da schlafen die auch. Du kannst auch hier ein vernünftiges Leben führen. Das ist ja so ein bisschen das Signal, was wir aussenden wollen. Mhm. Und auch das ist wie immer im Leben. Das gelingt manchmal auch nicht. Ne? Das ist eben so. Die Hochzeitsmodenmeile Weseler Straße. Schmuck für Zehntausende Euro, Brautkleider für 3.000, Hochzeitsdeko und Geschenke. 70% der Kunden kommen extra nach Duisburg. Stadtteilbürgermeister Klaus Krönke erzählt von einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. Also in den 90er Jahren hatten wir 60% Leerstand in Marxloh, also sah schlimm aus. Und dann kamen die ersten Geschäftsleute auf die Idee, was machen wir. Und dann sagte irgendeiner wahrscheinlich, wir importieren mal Brautkleider. Der ganze Stadtteil profitiere vom Hochzeitsmarkt. Die türkischen Läden, die Ladeninhaber haben es quasi wieder aufgepeppt.
Es ist auch, also ich denke, hier wird sehr viel erwirtschaftet und dass auch die Kommune davon sehr viel abbekommt. Maxloh kämpft viel für sich und gegen den schlechten Ruf. Klar, nicht jedem kann geholfen werden und auch die Armut bleibt. Doch am Ende gibt es sie, die hellen Seiten zwischen Stahlwerk und Kokerei.